Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und jetzt, es sieht noch nicht ganz nach Clash of Clans aus, aber ich wollte heute mal so starten. Hat einen ganz besonderen Grund. Ihr könnt euch ja sicherlich noch so an das ein oder andere, naja, Technikvideo erinnern, wo ich versucht habe, über den Air-Server hier die Android-Geräte vor allen Dingen auch mit zu spiegeln. Das ist mir zwar immer gelungen, aber es hat immer geruckelt. Aber das Ruckeln ist zumindest hier schon mal weg. Aber manchmal verstehe ich eure Kommentare auch nicht ganz. Also da schreibt jemand, hätte mal eine gute Idee für ein paar Videos, mach mal ein Video über Phishing oder Phishing und so, gibt so unglaublich viele von diesen Typen, okay, oder nimm mal ein paar Eskorte vor, bitte. Was sind denn ein paar Eskorte? Oder meint er vielleicht Dorfbesuche? Naja, könnten wir vielleicht wieder mal machen, aber ich habe hier noch einen Kommentar, da kann ich auch so wirklich nichts mit anfangen. Da beschimpft mich jemand, was jetzt nicht schlimm ist. Es ist da durchaus in Ordnung, wenn jemand auch Kritik an mir übt. Aber der alte Mann, bitte gib keine Gems aus. Gems, ja, oder Gems. Ich sage immer Gems, okay. Er hat das so richtig, das S und das G falsch ausgesprochen. Falsch ausgesprochen. Falsch ausgesprochen ist aber mal so eine Aussage, die ist einfach so dahingestellt. Der Keck. Okay, ich weiß gar nicht, was ein Keck ist. Da müsste ich jetzt mal gucken. Vielleicht ist auch ein kleines, einsames Kind oder so. Keine Ahnung. Bist du es vielleicht, der Toastbrotverkäufer? Also, ich würde sagen, den alten Mann, den musst du leider zurücknehmen. Würde ich jetzt mal so sagen. Aber kommen wir mal zu Clash of Clans. Und tatsächlich habe ich hier auf dem Gerät einen Account drauf, der... wo ist er? Ja, da. So startet das Ganze. Oh, das ist natürlich jetzt ein bisschen doof mit dem Bild. Das muss ich euch wegmachen. Sonst ist das so mittendrin. Zack. So, da ist es weg. Und ihr seht, das ist eigentlich ein Format, was jetzt nicht so dolle ist. Das ist hier von meinem S9 Plus. Und das hat ja so ein Breitbild-Ultra-Format. Aber ihr könnt euch sicherlich noch daran erinnern, ich müsste das Video jetzt raussuchen, dass das immer so leicht geruckelt hat hier, wenn ich das gespiegelt habe. Das hatte immer so eine kleine Verzögerung. Die ist jetzt weg. Die ist weg und ich kann tatsächlich jetzt von diesen Geräten hier aufnehmen und kann so ganz, ganz viele Accounts retten. Um einen ganz, ganz bestimmten Account geht es natürlich. Es geht hier nicht um diesen Account, es geht hier nicht um Thorsten, sondern es geht um einen Account, den ihr kennt, aber den ich auch ganz, ganz lange vermisst habe. Wir springen mal rein, ich springe mal auf ein anderes Device, also ich gehe jetzt auf ein anderes, tatsächlich auf ein Handy und mache von dort aus weiter, aber ich wollte einfach nur mal... für die Technik Interessierten, also es funktioniert doch, Air-Server und SmartView, so heißt das ja hier beim Samsung, also die Spiegelung funktioniert mittlerweile auch ruckelfrei und sieht eigentlich ganz gut aus, also können wir jetzt mal am S7 einfach mal weitermachen. Und hier sind wir auf dem Account, also auf dem Account von Hausfrau Uschi. Ja, ich weiß nicht, wenn ihr ab und zu mal in den Clan schaut, dann seht ihr, dass ich auch so einen Account habe, also nicht ich, oder ja doch, eigentlich habe ich ihn jetzt wieder, tatsächlich habe ich den Account wiedergefunden und konnte ihn jetzt auch auf die anderen Geräte eigentlich, ja, wie soll man sagen, nicht transformieren, aber ich konnte ihn auf die anderen Geräte bringen, beziehungsweise ich konnte das Ganze dann auch per Supercell-ID sichern. Also ich hatte hier zwar auf meinem ältesten Tablet dieses Dorf, aber ich hatte keine Accountdaten dazu, also E-Mail-Adresse schon, das konnte ich natürlich rausfinden, aber keinen Zugang, also irgendwie Passwort und so. Jetzt ist das Ding aber gesichert und ich habe es auf anderen Geräten und ich bin jetzt auch auf einem anderen Gerät. Jetzt bin ich auf dem S7 und auch hier ruckelt nichts mehr. Das ist echt cool. Also ja, dann kann ich auch ab und zu mal hier vom Handy aufnehmen. Dann habe ich wieder die 16:9 Format für euch. Das ist jetzt eher der, oder wird nicht der Regelfall sein, das wird die Ausnahme sein, weil ich den Account jetzt im Moment nur hier drauf habe, beziehungsweise natürlich auch noch auf meinem alten Gerät, also auf meinem ältesten Tablet. Und ihr seht das hier, sichere dein Dorf, das habe ich in jedem Fall gemacht. Gibt 50 Gems, solltet ihr, Gems da, jetzt sagt das mal richtig, oder? Dann machen wir mal für den Toastbrot-Menschen da Gems. Also das gibt 50 Gems hier, oder wie man auch im Neudeutsch sagt, Juwelen. Und damit haben wir die eingefordert, also die Nachverfolgung hat hier in jedem Fall funktioniert hier. Die Eindämmung des Accounts ist gelungen und er ist jetzt assimiliert in meine Hände. Also kann man auch leveln, was heißt leveln? Also der ist ja schon ewig Level 7 und beziehungsweise Rathaus 7. Ich wollte ihn halt nicht weiterspielen, weil ich nicht genau wusste, wenn jetzt das Tablet kaputt geht, weil das ist schon echt alt, dann ist der Account einfach futsch und du kannst ihn nirgendwo wieder herstellen.
Deswegen habe ich den dann irgendwie, ja, ich habe ihn halt nicht gespielt. Hier kann man zumindest mal ganz sauber sehen, wie so eine Karre hier so richtig voll werden kann. Aber die kann nicht voller werden bei einem Rathaus 7 als 1,4 Millionen Gold und Elex und 2800 Dunklen. Also mehr geht nicht und es geht auch gar nicht mehr rein. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, nachdem ich den jetzt gerettet habe, ob der jetzt auf 8 gehen soll oder ob ich den lieber auf 7 lasse und dann vielleicht doch mal ein wenig mit diesem Account hier vielleicht so ein Turnierchen spiele oder sowas, was auch immer. Aber wir können mit dem Account mal ein bisschen farmen gehen. Aber was farmen wir denn eigentlich? Ich muss Dunkles haben, denn der King, ihr seht, der ist noch so ein bisschen, ja, der ist natürlich jetzt auf der Strecke geblieben, weil nicht gespielt, kein Dunkles gefarmt und dementsprechend auch nicht weiter gelevelt hier. Vielleicht kriege ich noch ein bisschen was aus dem Pass raus, aber den habe ich ja jetzt auch gerade so erst angefangen, weil auch den habe ich natürlich nicht gespielt, weil ich auch nie so richtig wusste, ob das jetzt mit dem Account hier was wird oder ob es nichts wird. 450, das ist alles ein bisschen wenig, würde ich so sagen. Der hat gar nichts an Gold. Okay, ich cutte euch das mal eben, die elendige Suche hier. Und dann sehen wir uns gleich. Ja. So, der hat ja schon ein bisschen mehr. 800. Für 800 nehmen wir den in jedem Fall mal mit. Für 800 nehmen wir den mit. Und was müssen wir denn machen? Hat er irgendwie eine Luftabwehr draußen oder so? Ah, ne, okay. Ich habe natürlich nur Level 2 Drachen hier. Aber mal gucken. Mal sehen. Und dann auch noch gegen den Fegatoto, alles klar. Naja, egal. Wir machen das mal. Ich habe noch ein paar Ballons am Start. Und ich habe, glaube ich, große Ballons. Die müssen jetzt erstmal da vorne den Feger wegmachen. Das gelingt mir auch wunderbar. Oh, das ist echt mal klein so an so einem Handy. Also ich bin sowas gar nicht gewohnt. Also ein bisschen Farm geht schon, aber jetzt hier mal so eine Aufnahme machen, das ist ja, habe ich schon ewig nicht mehr gemacht, aber es hat ja auch nicht funktioniert, zumindest nicht über diesen Weg. Aber über den anderen Weg hier funktioniert es ja. So, dann haben wir schon mal 4,75. Ich setze hier außen bei den King, dass der Drachen noch wieder ein bisschen reingeht. Oder er hat aber kaum noch Leben da. Naja, okay. Nächste Truppe wird ein bisschen anders. Wir farmen nochmal, denn auf diesen Account wurde ein Armeevorschlag, den gibt es bei mir in den Streams, auferlegt. Ich soll also mit einer ganz speziellen Armee mal angreifen und das werde ich jetzt auch tun. Denn das ist dann kein Versprechen, sondern die Kanalpunkte ziehe ich demjenigen dann ab. Das Ganze passiert über Twitch. Aber das kann ich schon mal nachbauen hier, weil ich habe jetzt natürlich ein bisschen Elex-Überschuss hier mit dem Account. Aber ein bisschen Dunkles haben wir geholt, das ist in Ordnung. Also jetzt für mich ist das in Ordnung. Und sind immerhin 1000, die jetzt dazugekommen sind. Okay, das ist auch noch dabei. Und dann bauen wir die nochmal nach. Ich werde mir hier auf jeden Fall was Ordentliches bauen. Beziehungsweise ich werde mir hier ein ordentliches Dorf, denke ich mal, basteln im Nachtdorf. Guck mal, Leute, da sieht der gar nicht mal so schlecht aus. Da gibt es auch noch ein paar Gems für mich. Und ich war auch so frei und habe hier sogar die Clanspiele mitgespielt. Okay, 150 Punkte ist jetzt nicht viel, aber mal schauen. Vielleicht werden wir ja hier Rathaus 8 oder so. Müssen wir mal gucken, denn 7er hat man eigentlich immer relativ schnell, ich sag's mal so, hochgezüchtet oder hochgezogen oder hochgelevelt. Und ich warte in dem Fall jetzt mal kurz ab. Ich mache noch einen zweiten Angriff. Ihr seht das hier, ich wurde genötigt, hier mit Schweinereitern anzugreifen. Das machen wir auch. Und da mache ich einen kurzen Cut, lass mir mal eben ein paar Truppen spenden und versuche nochmal so ein ganz kleines bisschen was zu optimieren. Also bis gleich. So, ich habe einen Gegner gefunden, den nehme ich jetzt mal mit der Armee hier. Ich habe euch die Gegnersuche jetzt mal so ein bisschen übersprungen, das ist auch mal leidig in so einer Aufnahme. Erstmal checken, ob der eine Clanburg hat, auch wenn er jetzt keine Liga hat, kann es natürlich sein, dass er Clanburg hat, hat er aber nicht. Okay, da hinten tänzelt der King rum und dann würde ich sagen, ja, dann nehmen wir hier unsere vielen Hocks mal mit rein. Wir können aber als erstes, die Loons nehme ich mal woanders rein. Ich gucke mal, ob hier noch vielleicht ein Bömmchen ist. Mal sehen. Dann hauen wir hier mal die ganzen Hocks rein und mehr Hocks. Ich habe noch ein paar Hocks in der Clanburg. Also, oh, da außen wollte er mich trollen mit dem Tesla, okay. Und auf der Seite hier kann ich sicherlich jetzt, da ist noch ein Troll-Tesla, tolle Wurst, oh, jetzt gehen die gehen da schon Richtung Bombenturm, schnell mal durchheilen dort,
Und der King ist da am Start. Ah, das sieht ganz gut aus hier, vor allen Dingen mit den Max Hawks. Und dann heilen wir die hier nochmal durch, denn der King ist doch sehr nervig. Einmal hier die Kobolde gesetzt und mein Cleanup in Form der Magier jetzt auch hier hinten mal auf der Seite. Und ja, so kann man das machen. 1180 war jetzt in Ordnung. Ich habe jetzt gesehen, so ein bisschen schliert die Aufnahme, wenn ich mal so ein bisschen hin und her gehe. Aber das ist auch nur ganz, ganz minimal. Da ist sicherlich noch ein bisschen Optimierungspotenzial in jedem Fall dabei. Und können wir aber, glaube ich, erstmal so stehen lassen hier. Jetzt muss ich gleich mal gucken, ob ich auch vielleicht den King jetzt schon ein Level wieder ziehen kann. Wir gucken gleich mal in die Clanbook, beziehungsweise wir gucken gleich mal in die Clan-Spiele rein. Denn ich konnte mich daran erinnern, dass es dort etwas Dunkles auch gab. So, den haben wir gemacht. Und die trainiere ich nochmal nach. Die kostet jetzt natürlich unheimlich viel Dunkles, ne? Ah, okay, so viel kostet jetzt doch nicht. Aber jetzt mal eben schauen, ob da was für uns drin ist. Jo, wir haben da 9,6. Die nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Und ich bin eigentlich ganz gut bestückt hier mit diesem Account, was so Items angeht. Wir nehmen nicht den Uhrenturmtrank da, wir nehmen die Gems dort mit. Hier nehmen wir den Forschungstrank und da haben wir nochmal 2,4. Okay, wir müssen ja eh noch ein Level machen. Und die nehmen wir jetzt mal, das nehmen wir alles mal auf. Also haben wir die Clan-Spiele hier schon mal im Sack. Und können jetzt sicherlich das da rausholen. Jups. Und oh, 20.000. Oh, da ist noch mehr drin, war. Jo. Auch nicht schlecht. Okay. Dann können wir den leveln. 16.000 einen Tag. Ich habe ein Heldenbuch, aber ich glaube, das brauchen wir nicht. Diesen einen Tag hier, den überstehen wir so. Dann holen wir das ganze Dunkle da raus. Und im nächsten, ich glaube, dann auf 5 kostet der dann 20.000 oder 18.000. Ich weiß es, ich glaube 18.000 sind es dann. Naja, egal. Auf jeden Fall haben wir den Account gerettet hier. Ich hoffe, das hat euch ganz gut gefallen. Auch, dass wir mal wieder im 16:9 Format aufgenommen haben. Und ich werde jetzt mal dieses ganze Grünzeug hier einsammeln. Also nochmal ein paar Gems holen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich mit dem weitermache. Ihr seht, er hat auch nur 3 Bauarbeiter. Ich kann mir natürlich ganz, ganz locker hier die Bauarbeiter könnte ich mir kaufen. Also einmal 1000, einmal 2000 sind 3000 Gems für die Bauarbeiter. Kann man auch machen, wenn man den Account jetzt auch wirklich weiterspielt. Aber ich denke mal, ich werde ihn jetzt erstmal ein bisschen, na, nicht leveln, aber ich werde ihn mal ein bisschen spielen, ein bisschen vielleicht beim Free-to-Play-Clan ein wenig einsetzen als Rathaus 7. Da suchen wir ja so genau solche Charakter. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns am Wochenende in jedem Fall. Ein bisschen Werbung muss ich noch machen für das DCM-Turnier. Also am Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag ist das DCM-Turnier, also das Discord Rathaus 13 5 gegen 5 im ESL-Style-Turnier. Und ich werde dort am Freitag und am Sonntag streamen. Am Samstag, an der am Freitag und am Sonntag, ja. Am Samstag macht das der Master Tom. Ich versuche mal den Master Tom seinen Twitch-Kanal unter meinen Twitch-Kanal hier zu packen in der Beschreibung. Dann könnt ihr das da auch am Samstag verfolgen. Es würde mich freuen, wenn ihr mit dabei seid, wenn ihr zahlreich mit dabei seid, wenn hier wieder hart gebettelt wird, also im Rathaus 13 Bereich. Und ich denke, es wird wieder eine runde Sache. Ich wollte gerade sagen, Wetter passt ja in jedem Fall. Kann noch ein bisschen schlechter sein. Nach wie vor fehlt der Regen, aber es fehlen nicht die Videofolgen hier. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einfach einen Daumen nach oben da. Abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Der hat jetzt übrigens auch ein neues Logo. Habt ihr bestimmt gemerkt. Vielen lieben Dank nochmal an den Creator. Und dann sehen wir uns in weiteren Folgen und in den Livestream. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, euer Toto. Läscht.